Hallo und willkommen. Spätestens ab September beginnt die Zeit der dickeren Bekleidung und da gibt es natürlich einiges zu beachten. Immerhin ist der Kauf einer Winterjacke nicht mal eben von heute auf morgen erledigt, sondern muss es eine gute Winterjacke sein, um Qualität sowie Wärme bieten zu können. Wenn dann auch noch die Preise mit dem eigenen Budget übereinstimmen, dann haben Verbraucher nichts zu verlieren. Doch was vor dem Kauf einer Winterjacke zu beachten ist, welche Materialien es gibt und welche Preisklasse sowie Hersteller es gibt, das erfährst du in diesem Video. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern und findet weiterführende Informationen zu diesem Videotopic. Schnell sein lohnt sich also. Winterjacken können aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen. Gerade Daunen haben viele Winterjacken als Fütterung, weil diese für mehr Wärme sorgen. Andere Winterjacken haben durchaus auch kleinere Akzente an Kunstfell oder sogar Echtfell. Hier unterscheiden sich natürlich die Meinungen, ob es unbedingt echtes Fell sein muss, aber das sind Themen, die wir heute keine Chance haben dürfen. Sicher ist, dass eine Daunenbefüllung sehr warm ist. Gut wäre es auch, wenn eine Winterjacke Polyester oder anders witterungsbeständiges Material besitzt, um gerade im kalten sowie häufig nassen Winter eine witterungsbeständige Jacke genießen zu können. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Winterjacke in den Fokus gerückt ist. Sicher ist, dass eine Winterjacke durchaus ab 50 Euro aufwärts kosten kann. Darunter ist von Mangelware und wenig Qualität die Rede. Ab 50 Euro sagt man im Durchschnitt, dass es aufwärts geht. Viele Hersteller kosten sogar im klaren Durchschnitt immer zwischen 50 Euro bis 150 Euro. Diese Modelle sind für jeden Winter in jedem Fall eine gute Idee und garantiert qualitativ hochwertiger als die Billigwinterjacke vom Discounter. Natürlich gibt es auch Modelle unter den Winterjacken, die deutlich teurer ausfallen, aber hier spielt eben auch Geschmack eine Rolle. Unter den Herstellern gibt es natürlich eine Vielzahl, die sich auch mit Winterjacken beschäftigen. Da fällt natürlich auf, dass auch Jack Wolfskin durchaus die ein oder andere Winterjacke hat, die in den Fokus rücken sollte. Während Horst Feathers als Hersteller für Winterjacken ebenfalls seine Empfehlungen darstellen und in den Fokus gerückt werden wird. Nicht zu vergessen, dass DC Spectrum für moderne Winterjacken steht oder Helly Hansen, um auch hier erneut erfolgreiche Argumente sowie eine große Auswahl an Winterjacken überzeugen kann. Tom Taylor ist eine weitere namhafte Marke, welche sich den Winterjacken widmet, um warme Argumente für den Winter zu zaubern. Diesen Herstellern sollten sich moderne Winterjackenträger widmen, um eine gute und warme Winterjacke garantiert zu haben. Eine Winterjacke muss vor allem eins haben: Qualität. Denn je dünner eine Winterjacke ist, desto weniger kann sie an Wärme bieten. Viel wichtiger ist es, vor dem Kauf auf die Materialien zu achten. Ist die Winterjacke neben dicker Füllung womöglich auch gegen Nässe geschützt? Natürlich sollte der Verbraucher darauf achten, woher die Winterjacke stammt, um auch Rückschlüsse auf die Qualität zu geben. Eine gute Optik darf nicht fehlen, um den eigenen Look zu verbessern. Somit ist auf Folgendes bei dem Kauf der Winterjacke zu achten: Qualität, Materialien, Optik, Verarbeitung und Witterungsbeständigkeit. Diese Besonderheiten reichen aus, um eine gute Winterjacke finden zu können. Die Suche sollte in jedem Fall frühzeitig stattfinden, weil ein Tipp am Rande: im Sommer sind Winterjacken günstiger. Hinzu kommt, dass ab September oftmals Winterjacken immer schwerer zu bekommen sind, weil sich jeder alles aufrüstet, um witterungsfest zu sein. Es empfiehlt sich daher, stets schnell zu sein, um den kalten Winter und den Temperaturschwankungen trotzen zu können. Haben wir hier ein paar Tipps für dich. Zunächst solltest du dir die Textilpflegeetiketten genauer ansehen, falls diese noch vorhanden sind. Der Hersteller listet hier alle nötigen Infos zum Waschen der Winterjacke auf. Behandle die Flecken von dem Waschgang mit geeignetem Fleckenentferner. Entferne vor dem Waschgang alle nicht waschbaren Applikationen aus Fell, Leder oder anderen Materialien. Diese kannst du dann nach Bedarf mit Hand waschen. Schließe außerdem alle Reiß- und Klettverschlüsse. Optional kannst du auch Kapuzen oder andere abnehmbare Teile entfernen und in einem Wäschebeutel mitwaschen. Wasche deine Winterjacke mit milden Waschmitteln oder Spezialmitteln wie Daunenwaschpflege. Vermeide Weichspüler, Bleichmittel und andere Wäschezusätze. Setze deine Winterjacke beim Waschen auf keinen Fall auf Temperaturen über 40 Grad aus.
Wähle ein spezielles Programm, zum Beispiel Daune oder einen Schonwaschgang. Alternativ kannst du die meisten Winterjacken von Hand waschen, indem du sie mit etwas Waschmittel in einem Wasserbad einweichst und danach gut mit klarem Wasser ausspülst. Wie zu Beginn bereits erwähnt, findest du unten in der Videobeschreibung die Links, mit welchen du zu den Elara Winterjacken gelangst. Hier haben wir die besten Angebote rausgesucht. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir dieser gefällt, kannst du uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen.